Grüß euch Leute und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Papers, Please. Es ist der 25. November 1982. Wir sind im schönen Gresden und wir sind Grenzkontrolleure und wir sehen hier oben, es gibt inzwischen sehr viele Grenzsoldaten, weil gestern gab es einen Anschlag. Und wir müssen jetzt mit diesen Vorschriften im Moment, Ausländer benötigen ein Einreisebeleg und alle Dokumente müssen aktuell sein. Damit würde ich sagen, starten wir den heutigen Tag und go, go. Nächster, bitteschön. So. Wer bist du? Papiere bitte. Du bist Ausländer, aber du hast eine Einreisebeleg gültig am heutigen. Okay, das passt. Dein Pass ist auch gültig. Wo kommst du her? Du kommst aus... Ja, du kommst daher. Was ist denn dann die Einreise? Ja, du bist okay. Du schaust auch so aus wie auf dem Foto. Von daher, go, go. Dankeschön. Bären Sie uns bald wieder. Achso. Genau. Muss ich die auch abstempeln? Ich hoffe nicht. Machen Sie mir ja keinen Ärger. Genau. Nächster, bitteschön. Okay, du bist auch von daher... Moment, aber du hast kein... Moment, du hast keine Einreisegenehmigung. Am Arsch. Hier, Einreisegenehmigung. Reisebeleg, keine Einreisegenehmigung. Verhören. Ohne Beleg können Sie nicht einreisen. Bitte? Oh. Okay, das heißt, der hat das nur vergessen. Dann schauen wir mal gleich. So. Zu den Kaido. Okay, ja gut, du... Das ist jetzt, glaube ich, nur vergessen. Das heißt, du bist in Ordnung. So, bitteschön. Machen Sie ja keinen Ärger. Gut, okay, nächster. Alles klar, wir kriegen das hin. So, du bist wieder aus dem Ausland. Kann dich jederzeit glücklich machen. Oh, wieder von dem Stripclub. Nice. Okay, alles klar, du scheinst in Ordnung zu... Moment, du schaust ein bisschen anders aus auf dem Foto. Okay, du stimmst aber überein. Du bist weiblich, das stimmt. Ablaufdatum passt auch. Moment, der Einreisebeleg. Der gilt für heute. Jo. Komm rein. Komm rein und ich besuche dich in deinem scheiß Stripclub, der wahrscheinlich Uzel Geld kostet für gar nichts und wieder nichts. Aber nächster, bitte. Alles klar. So. Hey. Ausländer, hast eine Einreisegenehmigung, die für heute datiert ist, das passt schon mal. Wobei, die lege ich mir auch mal hierher. Moment, dein Pass ist aber abgelaufen. Sorry, dein Pass ist abgelaufen, du kannst nicht rein. Fuck you. Okay, nächster. Ja, muss halt deinen Pass aktualisieren, tut mir leid, kann ich auch nichts für. So. Bombenanschlag gehört, Sie können froh sein, dass Sie noch am Leben sind. Dass sie noch Arbeit haben. Ja, okay. Das gilt auch. Du schaust aber ein bisschen seltsam aus. Okay, das passt aber gut. Dann würde ich sagen, lassen wir die rein. Dankeschön, beehren Sie uns bald wieder. Ah, jetzt habe ich den Pass nicht gecheckt. Ah, Scheibenkleister. Egal. Also die Stelle, ob die Stelle passt, wird schon passen. Papiere bitte, okay. Wieder das hier, okay, das passt. Einreisebeleg. Moment, der Einreisebeleg gilt nicht. Einreisebeleg stimmt nicht zusammen. Was, Übereinstimmung? Nein, aber es stimmt doch das Datum nicht. Gültig am? Moment, nein, aber... Alle Dokumente müssen aktuell sein. Diskrepanz entdeckt. Verhören. Warum? Stimmt nicht. Mein Fehler. Ja, verpiss dich. Sorry. Ja, Mann. Ablehnen. Sorry, komm wieder, wenn du die aktuellen Dokumente hast. Nächster, bitteschön. Komm schon, wir haben nicht mehr allzu viel Zeit. Wir müssen... Papiere, bitte. Oh, alles klar. Gut. Einreisebeleg passt schon mal grundsätzlich. Wo kommst du her? So ein Stern. Stern. Ha, hier, das hier. Oder? Ja. Gut, Westgrästin. Okay, ja. Passt. Moment, du schaust aber ein bisschen anders aus. Ah, das stimmt aber überein. Okay, gut, dann komm her. Alles klar, danke für die Mitarbeit. Oh ja, kein Ärger. Nächster, bitte.
Was war schon? Ungültiges Geschlecht. Alter Scheibenkleister. Okay, ja, leck mir am Sack. Tollstes Land, wo es gibt. Ja, und Pass und so. Person muss einen Pass haben, aber die Person hat keinen Pass. Ne, hallo, wo ist ihr Pass? Pass? Da braucht man keinen Pass mehr. Stimmt so, da habe ich recht, sie brauchen einen Pass. Schon gut, ich habe verstanden, ich schaue nochmal vorbei. Okay, nächster. Scheibenkleister, Scheiße. Ach, fuck. Da habe ich aufs Geschlecht nicht geachtet. Papiere bitte. Okay, wo kommst du her? Du kommst daher. Luandas. Was, Luandas? Das stimmt gar nicht. Geh in den Sack. Sorry. Hier, verpiss dich. Die ausstellende Behörde stimmt nicht. Okay. Gut, wo kommst du her? Papiere bitte. Oh, du bist einer von unsrigen. Okay. Und Ortwäsch, war das einer von unseren Ausstellungsdiensten? Ja, war es. Du brauchst auch keine Einreisegenehmigung. Überprüfen wir das Foto. Moment. Ja, was? Leck mir am Sack. Das Bild ist anders. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das bin ich. Ja, am Arsch. Nein. Geh weg. Geh weg. Scheibenkleister. Ich habe nicht genug. Ich habe 4 Pässe kontrolliert. Am Arsch. Aber ich kann alles bezahlen. Ja, ich kann alles bezahlen. Moment, aber ihr seid nicht hungrig. Das heißt, ich gebe euch heute mal keine Nahrung. Dann erspare ich mir wieder ein bisschen was. Okay, schlafen wir. Alles klar. Gut, Schwarzmarkt erlebt ungekannte Blüte am Arsch. Regierung sieht Schuld bei laxen Grenzkontrollen am Arsch. Ich tue das Beste, ich mache, was ich kann. 26. Oh, das sind wir, der da am Anfang reingeht, glaube ich. Inspektor, gelten strengere Vorschriften. Okay, Bürger haben ihren Ausweis vorzulegen. Aber nur Bürger von Arstotzka. Ausländer haben eine... Okay, das mit Einreisegenehmigung passt. Einreisebelege sind nicht mehr ausreichend. Einreisegenehmigung, okay. Die Vorschriften um ein neues Kapitel über Dokumentenmerkmale ergänzt. Alle Informationen sind eingehend zu studieren. Einreisewilligen mit diskrepanten Dokumenten in einer Einreise zu... Was? Alle Informationen sind eingehend zu studieren. Einreisewilligen mit diskrepanten Dokumenten ist die Einreise zu verweigern. Anhand des Audiotranskripts können Sie die Aussagen des Einreisewilligen korrelieren. Okay. Das heißt, wir brauchen... Ich schaue das sicherheitshalber hier auch nochmal nach. Alle Dokumente müssen aktuell sein. Okay. Inländer brauchen einen Ausweis und Einreisegenehmigung für Ausländer. Okay. Alles klar. Sehr gut. Und hier kann ich dann das Transkript sehen. Wenn wir es brauchen, würde ich sagen, los geht's. Gut. So. Wo kommst du her? Du kommst aus dem Ausland und daher. Ich bin auf der Durchreise. Dauer des Aufenthalts. Ich bleibe einige Tage. Okay, das ist eine Einreisegenehmigung. Zweck, Transit, zwei... Moment. Ich bleibe einige Tage. Passt das mit 2 Tage, einige Tage? Ja, okay, gut. Alles klar. Ja, Einreise bis... Das passt. Das ist gerade Ende November. Der Name stimmt auch. Das Geschlecht auf jeden Fall. Passt das Foto? Okay. Ja, dann schauen wir nochmal, ob das hier passt. Westgrätschen. Ja, das passt. Gut, Dankeschön. Vielen Dank. Ich hoffe, Sie haben einen schönen Aufenthalt. Machen Sie ja keinen Ärger. Okay. Papiere bitte. Ich arbeite 3 Monate. Arbeit 3... Moment, wo ist es? Arbeit 3 Monate. Arbeit, das stimmt.
Das Foto schaut auch ähnlich aus, das passt auch. Arbeit, 3 Monate, Einreise bis, das passt. Sieh, jetzt haben wir nochmal den hier. Ja gut, ich glaube, wenn das grundsätzlich schon so passt, dann... Ja, moin. Ab... Ah, du bist aber... Ah, das passt aber nicht. Der ist nicht ungültig. Davon weiß ich nichts. Ja, sorry, ich kann dich aber nicht einreisen lassen. Geh weg. Nächster, bitteschön. Das Spiel macht Spaß, muss ich echt sagen. Ich weiß nicht, ob es so viel Spaß macht mit dem Zuschauen. Zweck ihrer Einreise. Moment, aber das ist nur ein Einreisebeleg. Das reicht nicht. Das reicht schon grundsätzlich nicht. Sorry. Das ist keine richtige... Nee, wir brauchen eine komplette Einreisegenehmigung. Ich habe hier ein Visum. Lassen Sie mich durch. Ja, sorry, nein, kann ich nicht, sorry. Wir müssen das richtig machen. Tut mir leid, sonst sind Sie ja Terroristin und verpissen Sie sich. Ja, Schwachsinn, leck mir am Sack. Für das Visum habe ich gutes... Ja, dann hat dich jemand verarscht, das tut mir leid. Nächster, bitteschön. Ich hoffe, du bist endlich mal ein Gültiger. Oder eine gültige. Zweck. Ein Besuch. Aufenthalt. Ein paar Wochen. Einmal, Moment, stimmt das so überein? Ja, Moment. Sekunde, ein paar Wochen. Passt das mit einem Monat zusammen? Ja. Gut, okay. Alles klar, sonst prinzipiell, Moment, wo kommst du nochmal her? Du kommst aus so... wo war das gerade? Da hierher, genau. Stilgelten, ja. Foto passt, glaube ich, auch zusammen. Ja. Gut, das passt, das passt. Weiblich auf jeden Fall auch. Gut. Komm, willkommen. Nächster. Okay. Oh, wir... Was? Ungültiges Ablauf da... Am Arsch, fuck you. Ich möchte meinen Sohn besuchen. Oder ist Aufenthalt 6 Monate. Okay, das passt. Einreise bis... Ja, Einreise bis stimmt nicht, sorry. Einreise bis, stimmt damit nicht überein. Warum? Mein Sohn wartet auf mich. Ja, sorry. Sorry, du bist Terroristin. Sorry, nee, danke. Der Teufel soll dich holen. Ja, bis auf den gültigen Pass, Alte. So. Papiere bitte. Warte, was ist das? Aber das Aufenthalt, ich bleibe nur 2 Tage. Transit, Moment, was war hier? Ich komme hier nur durch, 2 Tage. Okay, das passt. Wo kommst du her? Du kommst aus dem Land. Okay, inzwischen weiß ich die Länder schon halbwegs. Hier. Zu Deiko. Ja, hier, Ablaufdatum ist auf jeden Fall korrekt. Hier. Das hier, Einreise bis, das passt auch. Bonjovic Michel. Die Nummer passt auch. Weiblich stimmt. Okay. Willkommen. Verpissen Sie sich. Was hast du? Was geheißen? Willkommen. Nächster, bitteschön. Okay, danke schön. So, wer bist du? Papiere bitte. Oh, du bist einer von unsrigen. Okay, du brauchst... Michael Lukas, geboren, stimmt überein. Größe ist wurscht. Du bist auf jeden Fall männlich. Vom Ausschauen her, meh. Übereinstimmung, okay. Ortwäsch ist, glaube ich, richtig. Ja. Ja. Ich glaube, Moment. Wo ist dein Ausweis? Du hast da auch eine Nummer drauf, oder? Nee. Gut, aber passt, denke ich mal. Ab Moment, Ablaufdatum passt. Geburtstag. Ja, komm, komm rein. Wird schon nichts schief gehen. Wehe, ich krieg dafür einen Strafzettel. Nächster. Ja gut, kein Strafzettel. Alles klar, danke. Papiere bitte. Ja, leck mir am Sack. Du hast aber keine... Du hast aber kein... Einreise... Nein, du hast kein Einreisedokument. Einreisegenehmigung, genau. Ja, beste Land, wo gibt. Leck mir am Sack, verpiss dich. Geh weg. Was? Verstehe, du magst keinen Spaß, verstehe. Ja, schau dich bitte nochmal vorbei, alles klar. Nächste, bitte. Schön, ich glaube, wir haben noch Zeit für 2 Pässe, oder was? Papiere bitte. Okay, du bist einer von unsrigen. Das Datum stimmt überein. Männlich schaut auch richtig aus.
Ortwäsche ist auf jeden Fall richtig. Hoppe Samuel, okay. Ja, passt. Dankeschön. Dankeschön. Nächster, bitteschön. So, ein, zwei Pässe kriegen wir noch. Wir müssen Geld verdienen, ganz ehrlich. So, komm. Ja, scheiß auf. Okay, wo kommst du her? Ich will nach Eisdrucker einwandern. Okay, du willst einwandern, das überprüfen wir gleich, aber erstmal schauen wir den Pass an. Hier. Stimmt der Pass. Kreuzdrucker Stadt, okay. Was? Nein! Einwandern! Einwanderung unbegrenzt, okay. Alles klar, dankeschön. Bitte, vielleicht funktioniert's noch. Oh nein! Geh noch! Habe ich da jetzt keinen Stempel drauf gegeben? Ich habe keinen Stempel drauf gegeben, okay. Du passt schon. Hoffentlich. Mach keinen Ärger. Keine Strafe. Am Arsch! Ungerechtiger Name! Am Arsch! Okay. Ah! Der Sohn ist krank. Der ist schon wieder krank! Die Miete hat sich erhöht! Oh, ich kann alles bezahlen. Das ist okay. Moment, aber ja, wobei die frieren alle und sind hungrig. Okay, dann mal alle für alles. Oh, Scheibenkleister. Das ist gar nicht gut. Sekunde, ich muss mal ganz kurz trinken. Profil. Freund Ralf, was? Vincent Lestra. Moment, das schreibe ich mir sicherheitshalber auf. Vince Lestrade. Vince Lestrade. Vince Lestrade, okay, dieser Typ, den, falls wir den entdecken, wenn wir ihn halt verarschen, oder halt, wenn wir ihn halt ausliefern, egal. Sind ab sofort verdächtige Individuen unter Arrest zu stellen. Oh, nice. Wenn sie Einreisewillige hinsichtlich des Gebrannten sind, um sie unter Arrest stellen zu können. Wunderbar. Dankeschön. Freut mich sehr. Gut. Alles klar. Dankeschön. Bitteschön, der Erste. Wer sind Sie? Was wollen Sie? Papiere. Transitverkehr. 2 Wochen. 14 Tage. Okay, das passt. Ablaufdatum passt. Der Name Alexei. Gitgliedwell passt. Ja, ich sehe nicht warum. Auch schon tut auch so. Alles klar. Kommen Sie rein. Können Sie rausgucken. Weh, du machst Ärger. Nächster, bitteschön. Weil am Arsch! Was heißt eine Ausweisnummer? Woher soll ich denn das wissen mit der Ausweis... Ach, fuck you. Besuch 12 Wochen. Moment, nein, Moment, das stimmt schon mal nicht. Nee. Gott, fuck you. Ich darf echt nicht so schlampig umgehen. 1 Monat, 12 Wochen, stimmt nicht. Dankeschön. Ja, natürlich, bleibe 30 Tage. Ich bleibe 30 Tage, okay. Das heißt, er hat sich korrigiert, das stimmt. Einreise bis stimmt auch. Sekunde, die Ausweisnummern überprüfe ich mal. Übereinstimmung. Stimmen die Fotos überein? Okay, gut. Dann schauen wir hier nochmal bezüglich des Passes. Das ist der Adler. Adler, komm. Hier Adler. Skull, stimmt. Okay, komm rein. Weh, da ist hier ständig irgendwas falsch. Okay. Ich muss hier echt genau überprüfen. Papiere bitte. Okay, du bist... Durchs Land 14 Tage. Durchs Land, Transit 14 Tage, das stimmt, Einreise passt, abgelaufen ist er auch nicht, männlich stimmt. Moment, ausschauen. Na gut, es stimmt überein. Vincent Lestrade, Moment, das habe ich mir aufgeschrieben, fuck you. Achtung. Ah, Moment, wo ist das mit dem Vincent Lestrade? Profil Vincent Lestrade, genau, Vincent Lestrade. Hier, Diskrepanz. Sie sind dieser miese Wichser. Sie sind Vincent Lestrade, genau, Mist. Ich glauben Sie mir doch. Lassen Sie mich durch. Ja, am Arsch. Du wirst unter Arrest gestellt. So.
Also, nächster, bitteschön. So. Papiere bitte. Zweckdiere Einreise. Ich komme hier nur durch. 2 Tage, aber gut, du hast keinen Pass. Moment. Du hast keinen Pass. Warum hast du. Scheiße, gib mir deinen fucking Pass. Ich muss einen Pass haben, du hast keinen Pass. Warum? Sie müssen einen Pass vorlegen. Was ist denn ein Pass? Einreisevisum, nur für abgewilligte Einreise. Temporäre Einreisevisum. Mit Passnummer. Verstehe, ich mach das mal, aber ich weiß nicht. Von wo kommst du denn überhaupt her? Steht das hier? Nee. Temporäre Visumsbeleg. Nur für abgelehnte Einreise. Aber das ist kein Pass, also darf ich die nicht durchlassen. Von daher. Sorry. Was heißt nicht, heißt sie willkommen, nächster. Wer ich krieg dafür diese Strafzettel? Gut, scheinbar nicht, okay. So, freiwillig hier, Scheißland, ich bin auf der Durchreise. 2 Tage. Durchreise 2 Tage. Transit 2 Tage, das stimmt auch hier. Great Rapid, okay. Das Bild passt. Moment, der Name passt. Ja, passt auch. Die Passnummer stimmt auch. Alles klar. Dann herzlich willkommen. Ich hoffe, ich habe jetzt alles überprüft. Ich glaube aber schon. Nächster. Okay, er ist richtig drin. Okay. Arbeit und ein Ja, okay. Arbeit und ein Ja. Stimmt das hier? Arbeit, ein Ja. Einreise bis, okay. Das passt, das passt. Daniel Lindowski. Blümel, ja, ja. Ich glaube, wir können dich durchlassen, oder? Denke ich mal. Gut. Wobei, Moment, Sekunde. Passt das hier? Gloria, okay, okay. Dankeschön. Ja, gut, du willst hier arbeiten. Du wirst hier wahrscheinlich keinen falschen Pass mitbringen. Ja, machen Sie mir keinen Ärger. Und der nächste, bitteschön. Und der war richtig. Wunderbar. Papiere bitte. Zweck der Einreise: Mann ziehen, also Familie. Okay, das heißt, die wird wahrscheinlich länger bleiben. Schätze ich mal. So. Passt es hier erstmal, Joko Stadt passt. Einwanderung unbegrenzt, natürlich, das ist dann logisch. Das passt, das passt, das passt, Joko Stadt. Weiblich. Jacqueline Heide, das Foto passt auch, alles klar. Vielen Dank und willkommen. Nächster, bitteschön, dankeschön. So, und am Ende dieses Tages werde ich auch beenden. Papiere, bitteschön. Warum kommen Sie her? Tyrannei in Artigien, willkommen. Moment, das hört sich schon mal sehr verdächtig an. Einwanderung unbegrenzt. Okay, das stimmt aber von daher. Pulte Wolche, das stimmt auch überein. Das Bild auf jeden Fall auch. Kein anderer so ein Platt. Eine Plattfresse. Oh, Sekunde, ich schaue nochmal ganz kurz. Aber prinzipiell, ja, komm. Weh, du bist hier ein Illegaler. Bitte sind Sie. Nächster, Moment, was? Na, warte, den einen Gavino, oder? Schon durchgekommen, oder? Ja, aber du hast kein. Keine Einreisegenehmigung. Ja, ohne Einreisegenehmigung, bitte, ich flehe Sie an. Alter, ich will die aber durchlassen. Sekunde, ich werde es jetzt auf eigene Faust, wobei.
Fuck you. Die kommt aus derselben Stadt und alles. Fuck you, auch wenn wir wenig Geld verdienen. Komm. Keiner hat das gesehen. Das werde ich ihn nicht vergessen, ja, ich hoffe aber. Oh, danke schön. Oh, ein Token. Ja, ich weiß, Vorschriften missachtet. Einreisegenehmigung fehlt. Ja, aber fuck die, die waren nett. Oh, es sind alle okay, das heißt, wir haben nur die Grundkosten. Kabine verbessern, Leertaste für Prüfmodus. Okay. Ja, Miete, Gehalt, passt. Brauchen nichts. Kabine verbessern. Was ist denn Kabine verbessern? Leertaste für Prüfmodus. Das heißt, du prüfst dann gleich alles automatisch? Das wäre ja cool. Dann machen wir das mit dem Prüfmodus doch. Und ich würde sagen, was da mit dem Prüfmodus abgeht, sehen wir beim nächsten Mal. Ich schlafe jetzt. Und wir sehen uns... Ja, den haben wir übrigens verhaftet. Genau, ja. Amarsch, Starläufer, wahrscheinlich Täter. Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, für das Wetter interessiert sich keiner. Wir sehen uns am 28. November 1982. Morgen dann wieder. Und zwar bis dahin sage ich dann auch Tschüss, Leute.